ist tatsächlich einfach eine volle Invasion in Wirklichkeit weiter Teile des Landes mit Gefechtssituationen. Das Bild ist noch sehr unklar. Was wir machen können, ist, so wie ich hier, so wie auch der Bundeskanzler heute Abend beim Europäischen Rat, auf allen Ebenen aktiv sein, unsere Solidarität zeigen, in Worten, aber auch in Taten, dass wir zum Beispiel humanitäre Hilfe oder konkrete Unterstützungsmaßnahmen in anderen Zusammenhang leisten und dass wir hier klar auch Kante zeigen, weil es ist notwendig gegenüber Russland und wir ein Sanktionspaket schnüren, das vermutlich eines der stärksten sein wird, das wir je geschnürt haben auf europäischer Ebene. Herr Minister, der Ausschluss von SWIFT wird kolportiert, soll nicht kommen, eine Forderung, die von einigen Ländern aufgestellt wird, warum nicht? Ganz offen, die Diskussion läuft noch zwischen den Mitgliedstaaten. Aus meinem jetzigen Wissensstand ist es nicht drauf, aber die Diskussion läuft noch, ich möchte dem nicht vorgreifen. Es ist auf jeden Fall immer Teil der Diskussionen gewesen und ich sage, warten wir ab, was heute Abend auch auf Ebene der Staats- und Regierungschefs dazu diskutiert wird. Herr Minister, schwierige Frage. Wie schätzen Sie die Situation ein? Was erwarten Sie sich jetzt in der Gegenwart? Ich muss ganz offen sagen, ich habe heute mit einer Reihe von Kollegen gesprochen, Außenminister anderer EU-Mitgliedstaaten. Es herrscht teilweise wirklich Erstaunen, weil man die Ratio nicht versteht. Man versteht nicht, warum es dazu kommt, wie es dazu kommt. Es ist ja wirklich das schlimmste Szenario, das man sich vorgestellt hat, dass es eintritt. Es ist so der Worst-Case-Szenario, der Albtraum ist wahr geworden. Und wir müssen jetzt reagieren und das gleichzeitig gegenüber einem Land, das Teil der europäischen Geschichte ist, das unser größter Nachbar ist. Und ich werde auch heute jetzt hier in der OSZE ganz klar sagen, das ist ein Land, mit dem wir geschichtlich, historisch sehr eng verwoben sind. Und wir haben den Russen als Kulturvolk auch viel zu verdanken, von Tolstoi bis Tschaikowski. Aber sie haben jetzt eine Führung, die eindeutig das Land in die falsche Richtung bewegt. Mit sozusagen einem Stechschritt in die falsche Richtung geht. Und die UN-Charta und alles, was wir eigentlich nach 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach dem Fall der Mauer aufgebaut haben, als Sicherheitsarchitektur, mit Füßen tritt. Da können wir nicht einfach zuschauen. Herr Bundesminister, verstehen Sie, wie Ihr bekannter Lavrov sozusagen da mitmachen kann? Also menschlich, Sie kennen ja den russischen Außenminister. Wie kann Ihr Gesprächspartner, den Sie ja gut kennengelernt haben, bei sowas mitmachen? Man ist erstaunt und ich kenne ja nicht nur ihn, man kennt ja auch, wir haben ja vielerlei Kontakte. Man fragt sich tatsächlich, wie das eigentlich zustande kommen kann. Und das hier im Grunde muss man sagen, vielleicht blickt man eines Tages zurück und wird sagen, am 24. Februar 2022 hat man eine neue Ära begonnen. Ich glaube, seit dieser Nacht ist der europäische Kontinent um etliches kälter geworden. Danke sehr.